kontrollieren Sie vor dem Aufbau, ob die Lieferung vollständig ist. Ziehen Sie zuerst das Scherengittersystem auseinander. Es richtet sich dabei wie von selbst zu seiner vollen Größe auf. In der Mitte müssen Sie es noch arretieren. Bauen Sie die Bannersäule Pop-Up stets schon am endgültigen Standort auf, da sie sich kaum noch verrücken lässt. Setzen Sie nun die vertikalen Metallleisten an. Anschließend sind die Printbahnen an der Reihe. Die magnetischen Bahnen werden oben eingehängt und haften dann auf den Metallleisten. Dabei sollte die Hälfte der Leiste für die nächste Bahn frei bleiben. Sie können sich einfach an der Linie der Schiene orientieren.